Und mit diesen inspirierenden Worten wünsche ich euch einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, ich bin auch wach. Viel zu spät heute. Ich wollte eigentlich viel früher anfangen. Jetzt werden sich die 12 Stunden schon wieder sehr ziehen. Und vor allem wollte ich viel früher aufstehen, weil ich jetzt ein bisschen ein Problem habe. Also ganz ehrlich gesagt, weil ich nichts zu essen da habe. Das heißt, da muss ich mich jetzt gleich noch irgendwie schlau machen. Okay. Was könnte denn gut gegen Set sein? Lass uns eine Runde Anivia spielen. The Bird of Prey, my friends. So, zack, zack, zack. Aber wir sollten den neuen Skin spielen, der ist so schön, ah. Die Wein Phoenix Anivia. Die sieht überhaupt nicht mehr aus wie Anivia hier in dem Thumb, ne? Sieht die böse aus, ja. Bananenbayonet, Nerdish by Nature und King Kurizo. Einen wundervollen wünsche ich. Bestell doch einfach was. Ich glaube, wir machen jetzt das eine Game. Dann würde ich mir was bestellen. Dann können wir ein Game machen und dann müssen wir nach dem Game eine Runde TFT spielen oder so. Damit ich dann, wenn der kommt, nicht ein Solo-Q-Game verliere für. Oder, wisst ihr? Infamous, vielen lieben Dank dir für den Support. Willkommen, willkommen. Ja, siehst du mal, ich meine Quarantäne mit den Leinen. Ja, gar kein Problem, Captain Legends. Ja, zack, zack, zack. Schön ruhig bleiben, ja. Oh shit, Coaching ist ja heute auch noch mit Sheepy. Shit. Ihr habt ja völlig recht, heute um 14 Uhr ist ja Coaching mit Sheepy. Oh no. Dann hab ich ja ganz verdaddelt. Okay. Hörst dich nicht so fresh an. Ja, ich habe gestern bis 4 Uhr in der Nacht Squid Game geschaut. Und dann war ich noch bis 6 Uhr wach. Und dann habe ich probiert, um 10 Uhr aufzustehen, weil ich ein Vollidiot bin. Leider. Da war es sehr dumm. Ich hatte gestern mal so ein schöner, angenehmer, erholsamer Tag, aber ich hatte sehr dumme Ideen bisher, weil ich heute so früh anfangen wollte und so. So. Wie gefällt dir die Serie? Findest du sie overhyped? Ich habe sie ja noch nicht gesehen bis jetzt. Also, für mich klingt und sieht die sehr cool aus, ne? Ich meine, natürlich, wenn man mit so einer großen Erwartungshaltung reingeht, kann man natürlich sehr enttäuscht werden, ne? Ehrlicherweise. Valorak und Just Raphael, vielen lieben Dank auch dafür den Support. Das Squid Game wenigstens gut, ja. Wie sind denn eigentlich aus 6 12-Stunden-Streams geworden? Ja, ich dachte mir, ich habe Bock zu streamen und ihr das anscheinend auch. Also probiere ich das einfach mal zu schaffen. Also ob ich das noch durchhalte auf meiner Eudentorge. Es ist, also die ersten zwei haben mich schon ziemlich ausgenockt. Der Ruler hat gut getan. Und wenn zwei einen ausnocken, dann bin ich mal gespannt, was vier mit einem machen am Stück, ha? Wir werden sehen. Das fängt ja schon beschissen an, ja. Komplett misplayed bis jetzt. Oh mein Lord. Und der Soter, ja, doch ans Schild, natürlich, dieser Full Tank. Dann haben die doch einen sehr starken Early Game Jungler mit Xen. Oh, please. Ich hau alle so ein Mini-Ding zu früh. Normalerweise müsst ihr in dem Matchup auf den ersten drei Leveln, bis er seine volle WQ-Rotation hat, müsst ihr sehr, sehr viel Dominanz haben. Aber ich, seht ihr, ich hau die immer so ein Pixel zu früh gerade.
leider irgendwie. Double Languste hier nehme ich an. Aber ich bin even zäs mit einem Set als Anivia. Das ist eine solche Tragödie, es ist unglaublich. Ich hardpush jetzt einfach noch eine Wave rein, dann gehe ich resetten, ehrlich gesagt. Gut gedamaged. Xen ist wieder oben. Lässt sich doppelt chillen jetzt hier. Vielleicht können wir ihn seinen Pot noch forcen. Sag mal. Kann ich bitte last hitten? Xen ist wahrscheinlich über mir gerade. So, jetzt lasst uns einmal kurz back to base gehen. Und dann hadern wir mit unserem Schicksal wie immer in der Solo Show. Warum nur? Last hätte ich so schlecht. Ich kann nicht selber schuld sein, ne? Das ist das Wichtigste, was ihr euch immer denken müsst. Sondern schuld ist natürlich nur der Twitch-Chat. Das ist schon mal klar, ne? Es gibt keine andere Möglichkeit. So. Ah, der Jungler. Ja, stimmt. Der Jungler ist schuld. Den vergisst man manchmal, ne? Der kann ja auch Schuld haben. Na, 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 na. Wir wollen einfach, dass der nicht roamen kann. Sag mal, was ist denn? Ich muss jetzt gerne mal dem Bildschirm näher mich ranfangen. Ich glaube, ich bin in dem Alter, dass der Bildschirm näher bei mir sein muss. Wie weit ist denn der optimale Abstand von Bildschirm zu Person, Leute? Hat das einer für mich? Ich glaube, und jetzt, alles, was wir jetzt machen, ist die ganze Zeit reinpushen und dann weggehen, ehrlich gesagt. Okay. Ein bisschen näher hin und natürlich euch noch ein bisschen näher zu mir. Oh, Twitch. Warum seht ihr denn so gut aus heute? Kommt ruhig mal ein wenig näher zu Papa Novi. So, jetzt gehen wir hier rüber. Really? Sag mal, wie kann denn so bad sein? Das hat aber jetzt nicht geholfen, den näher hinterzuschieben, meine Güte. Das hat wirklich überhaupt nicht geholfen, wenn ich da die Wall richtig stelle, muss er flashen, weil sein Weben... Oh, no. Ah! Absolutes Desaster. So, Can't you stay? Schnapp ihn, die Optie, go! Go! Nein, Chat Playstyle! Zwei Kills für Soda. Was ist das hier, ja?
Eine Platte noch nehmen, dann resetten für Lost Chapter. Nice. Das Game ist schon gewonnen, tatsächlich. Already over, guys. Already in the bag. Was ist das hier? Oh, Freddy, du machst mich ganz verlegen. Gar kein Problem. So. Jetzt laufen wir mal ganz kurz hier nach unten. Okay, wir haben gleich Sheepy-Coaching nach dem Game. Vergesst das nicht. Warum habe ich das vergessen? Uiuiui. Außer er hat's vergessen. Dann haben wir großes Glück, wenn er es vergessen hat. Das Game wird wahrscheinlich nicht bis 14 Uhr fertig sein, ne? Ich weiß nicht, ich sollte mir einfach angewöhnen, diesen Übermann-Schlafzyklus zu haben. Dann müsste ich gar nicht mehr schlafen, so richtig. Dann wäre das nicht immer so ein Problem mit mir und meinem Schlafrhythmus, wisst ihr? Mein Schlafrhythmus ist immer ein Nachteil, meine Güte. Warum ist jetzt niemand Botlane? Außer dem Lucian? Ich glaube nicht, dass ich einfach da hingehen kann. Oh, Sappalo, Schiffmörde. Der hat Flash up. Ja, er stirbt dafür, das passiert. Und ich krieg den Assist noch. Wenn ich predikte, dass er flasht, kann ich meinen Q da hinlegen, wo er hinflasht. Sag mal, kannst du bitte den... Okay. Oh, das war knapp, da hab ich fast den Assist nicht mehr gekriegt. Flitzen wir einmal wieder Richtung Mitte hier. Auf geht's, ja, auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Eigentlich wollte ich für heute die Audiospurtrennung einrichten, aber dann habe ich Squid Game geschaut. Aber ihr könnt euch darauf freuen, dass es ab dem Wochenende wieder normale Musik on Stream gibt. Tatsächlich. Ab dem Wochenende gibt's wieder normale Musik hier. Oh shit. Oh mein Gott. Da waren ein paar mehr bitte, ha? Huh? My bad. Da waren ein paar mehr bitte. Wieso? Naja, weil ich das jetzt mache, was jeder macht. Ich trenne die Audiospuren und dann höre ich einfach nochmal Musik. Ja, so. Ist das mit dem Liveband nicht mehr aktuell? Naja, also in der Theorie schon, aber in der Praxis ist es halt einfach so, dass das nie gemacht wurde und die 50% der Plattform bannen müssten, wenn das passiert. Und das wird für relativ unwahrscheinlich gehalten, weißt du? Das heißt nicht, dass es nicht passieren könnte, aber sagen wir mal, es ist relativ unwahrscheinlich, dass es passiert. Und also es gab's noch nie, ich meine, es gab jemanden, der mal einen Live-Claim gekriegt hat, als er was vor der Olympiade gespielt hat. In der Theorie wird's gehen, ja, aber es ist, es sollte eigentlich gehen. Ich hab mich jetzt wie ein braves Kind, hab ich mich jetzt, 2 Jahre fast an die Regeln gehalten. Während alle anderen, also nicht alle anderen, aber 50%, mehr als 50%, komplett auf die Regeln scheißen und es ist nichts passiert. Die Lizenzhalter haben keine Pakete rausgebracht, damit wir ihren Content fair bezahlen können. Und es gab keine Live-Strikes und nichts anderes in der Richtung. Und ich sag, irgendwann ist genug. Ich sag, irgendwann ist genug, wisst ihr? I have done enough.
I played fair for far too long. Ich werde auch nicht die ganze Zeit lizenzfrei, lizenzierte Musik spielen, aber halt so immer mal wieder. Also, ne? Besondere Momente. Wir werden uns langsam ranarbeiten. Nicht flashen sollen, ha? Ja, du trennst einfach die Tonspuren. Das heißt, du hast nur live die Musik zu hören und dann zusätzlich werde ich so ein Gerät, also einbauen praktisch, dass gezeigt wird, welche Musik läuft. Damit die wenigstens ein kleines Shoutout bekommen, die Musik, die ich spiele. Und dann... Ja. Okay. Huge GP Buff? Ja. Endlich wieder Piroden-Musik, ne? Sag mal, läuft das Game eigentlich gut oder schlecht? Irgendwie kriegt er gar nicht so richtig mit hier. Schlecht im ersten Game des Tages. Ah. Gab es die Tage schon ein Coaching? Ja, wir hatten schon ein Coaching. Am Dienstag hatten wir schon ein Coaching. Am Dienstag hatten wir auch schon ein Coaching. Der Karpfen ist tot. I repeat. Okay, so, dann lass uns einmal Richtung Mitte gehen. Jupp. Schon auch tot, ne? Nein, really? Schon auch jetzt zur Mitte flitzen. So. Ich hatte den Ken-Minion nicht bekommen. Wow. Jetzt einmal hier hoch. Das ist krass, wie die Xin mich gerade weggerotzt hat, ne?
Weißt du? Das ist sehr scheiße gewesen. Oh oh. Weiß ich, wie ich nicht ins Portal reingekommen bin da. Ich war das anscheinend stuck. Und mein Stepbro war nirgends da, um mir zu helfen. Das ist anscheinend. Wir können jetzt einmal ganz kurz hier reinlaufen. Ja, das ist jetzt natürlich sehr schlecht gewesen. Look at this farm mechanics here, guys. Ich bin sehr, sehr squishy für den. Ich glaube, ich darf nicht in den reinlaufen. Jetzt schon. Wo ist der hin? Ist der echt wieder da zurückgelaufen in die Mitte oder so? Okay. Dann haben wir uns kurz unser Item da. Super. Oh nein! Oh, lauf doch nicht in die Bubble, Mate. Oh, der wäre einfach tot gewesen. Schade, schade, schade. Das wäre sehr, sehr gut für uns gewesen, wenn die Bubble ihn nicht trifft. Was passiert? Was passiert? Was passiert? Jetzt einmal kurz strecken in jede Richtung. Okay, ich habe jetzt zwei sehr dumme Tode genommen. Mal nicht so richtig wach, habe ich das Gefühl, ne? Unbedingt was zu essen bestellen hier. Aber das Problem ist, wenn wir jetzt das Coaching machen, kann ich mir nichts zu essen bestellen. Weil ich kann ja nicht mitten während dem Game dann plötzlich mal sagen, okay, jetzt bin ich aber raus hier. So funktioniert ja das nicht. Kannst du, wie tanky der ist? Fuck. Der ist nicht mehr bis zu seinem Schielbogen gekommen am Anfang. So, lass uns einmal kurz hier rübergehen. Okay, aber Sheepy ist noch nicht da, ne? Der ist noch nicht da. Der ist verspätet. 14 Uhr am Donnerstag hieß es. Na? Klar, ich bin noch in einem Game und bin auch viel zu spät in Wirklichkeit, aber er ist nicht hier. Das heißt, ich muss mich nicht schlecht fühlen. Gerade noch so, hätte ich besser spielen können, mechanisch. Wenn ich den Lucian, ich glaube, ich hätte, wenn ich einen Schritt vorlaufe, weil ich den, ich wusste, dass der Stunt trifft, ne? Weil er kein, obwohl, actually hat der Gale Force noch, ne? Das heißt, der hat einfach nur geintet da. Normal wäre ich einfach tot gewesen. Ja, jetzt schauen wir mal. Wie du machst 6x12 Stunden. Ja, vielleicht mache ich auch jetzt nur noch 10 Stunden. Ich will mal gucken, wie lange wir halt schaffen. Ich will so lange streamen, wie ich mich gut fühle jetzt. Wir haben die zweimal, wir haben 2x13 gemacht, ne? Und jetzt gucken wir halt mal. Aber ich will zumindest lange Streams versuchen jeden Tag. So der Plan. Hey, Stopwatch? Ich hatte doch keine Stopwatch. Gekauft. Ich habe die doch gerade erst gekauft, Leute. Ne, sehr.
Okay, solange uns der Ken nicht flanken kann, ist alles gut, ne? Wow, guter Kill, Akshan. Klasse, yeah, Mate. Das war sehr, sehr gut. Du hast ihn. Wow, wow, wow. Ja. Wir könnten Nash probieren, aber der Lucian war unten. Ich glaube, ohne den Lucian haben die nicht so viel DPS. Das hätte ich besser spielen können, den Völker, der war sehr mies von mir. Mechanisch. Und leider auch sehr wenig Damage vom Gefühl her. Gewagt. Ja, halt den Xin, ja. Ja, ja, der ist tatsächlich, also mit der genervten Gottschenker-Variante trotzdem ziemlich tanky, muss ich sagen, der Kerl. Und irgendwie habe ich nicht so viel Farm, habe ich das Gefühl. Da wird der Akshan eine Menge Farm, nehme ich an. Alter. Holy shit, der Akshan hat gesmurft. Ich hab nichts gemacht. Okay, unter uns, ne? Was da gerade passiert ist, ist, ich dachte, ich hab meine Ult angemacht, aber ich hab meine Ult nicht angemacht. Ich war wie Cinched ohne Kuh. Ich stand da und ich dachte, hier ist meine Ulti die ganze Zeit. Und ich bin so links, rechts geschwoben, ne? Und hab meine Spells gemacht und so. Und dann guck ich und sehe, meine Ulti ist gar nicht aktiv. Oh Gott. Sehr, sehr ernüchternde, sehr ernüchternd. Geschoben, ja, ich bin Vogel. Siehst du es nicht? Ja. Was ist das hier? Einmal strecken. Ich bin noch nicht ganz wach. Ich bin noch nicht ganz wach. Sheepy, gibst du zufällig auch TFT-Coaching? Wo ich dich gerade da habe. Du bist doch bestimmt ein begnadeter TFT-Spieler, oder? Okay. Ja, das war's wohl mit euch. Euer Tank ist tot. Es ist Zeit. Solange es der Ken jetzt hier nicht flanken kann, ist alles gewonnen. Die einzige Win-Condition ist ein Ken-Flank. Und ich bin jetzt auch Level 16. Das heißt, jetzt darf ich meine Ulti ständig neu positionieren. Nicht, dass das irgendwas bringen würde, aber...
Mist. Also Late Gamer Nivea ist schon ziemlich obnoxious, ne? Hinter? So. Alright. Wir haben es geschafft, werte Twitch-Chat. Unser erstes Game des Tages ist ein Sieg, aus irgendeinem Grund? Suspicious, ne? Normalerweise sollte das erste Game des Tages kein Sieg sein. Und ich krieg 2 Kills. Ne, ich habe die ersten 2 Kills gekriegt. Und wenn ich nicht gefettfingert hätte und mein E auf einen Minion gemacht hätte, hätte ich auch den 3. Kill gekriegt. Aber ich habe in dem Game, ich war ultra gefeedet, aber ich sag mal, da waren schon so kleinere Autopiloten-Plays mit dabei. Na? Das heißt nichts Gutes. Ne, normalerweise, wenn ich das erste gewinne, haben wir einen ganz schlechten Tag an der Hand. Ja. So, welche Art von Coaching willst du machen, Shibi? Soll ich Discord kommen fürs Game oder nicht? Danke an Waterdonor, Benji, Mike Argut, der Super Willy, Goldfish Brain, Crazy Fly, Trafalgar, Dr. Alberts und Ghost God. Kannst ja eben Discord kommen, alles klar, alles klar, alles klar. Ich bin ja multitaskingfähig.